Moinsen, Freunde der Sonne. Gestern kam ja ein Video raus, wo wir uns von Lacktausch angeschaut haben, wie es gerade um Fanatec aussieht. Und tatsächlich, heute früh, am 9.5. zum Vatertag, also Feiertag, und man denkt sich nichts, macht kurz mal Telefon auf und dann steht im Raum, dass scheinbar wohl Corsair Fanatec kaufen möchte. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an und schauen mal, wie es da rumsteht und was da nur wirklich dran ist, ob Corsair das jetzt wirklich irgendwie kauft, ob die sich schon einig sind oder wie da die Situation aussieht. Also rein in die gute Stube. The Sim Racing Market Leader, Fanatec. Ah, bevor wir loslegen, machen wir erstmal noch einen Untertitel an, nicht? Bevor wir das tun, gibt es das Ganze nochmal automatisch übersetzen in Deutsch, bitte. Is bankrupt. It has run out of money. And it is going to be taken over, saved from insolvency, by Corsair, the same company that own Elgato. This is an incredible story in sim racing. It is the biggest story that has ever happened in sim racing. Because Fanatec, if you know anything about sim racing, are pretty much the go-to company, whether you're on PC, Xbox or PlayStation. And I'm going to let you know in this video... Ich glaube, hier wurde ein bisschen... sehr hart aufgepauscht, um das irgendwie ein bisschen klickbarer zu machen. Da sind viele sehr extreme Ausführungen drin, die ich persönlich so nicht unterschreiben würde. Aber das steht ja jetzt erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Exactly why we're here, what's going on, what you can expect as a Fanatec customer and what this means for sim racing. Firstly, I want to say a big thank you to all of my supporters who have supported me all the way through. I've been the only person reporting on this story for months. I even flew over to Germany and interviewed the CEO, now the ex-CEO, he was dismissed. And you've all had my back, I'm just telling you the truth here. I only ever tell you the truth. And we are now at this incredible point where this is happening. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen, naja, stimmt jetzt auch so nicht, wenn wir mal Lacktausch nehmen, der auch sehr viel recherchiert und dazu berichtet, aber die Größe nicht hat, der ist ja auch sehr, sehr kontinuierlich dabei. Meine Wenigkeit ist ja, also ich bin immer raus, weil ich ja an der Stelle meistens darauf reagiere. Wir sprechen auch darüber. Also wenn man es genau nehmen möchte, ist er nun nicht hier der Einzige. Auch vielleicht da ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber darum geht es ja hier in dem Video nicht. Ich wollte das nur mal kurz klarstellen. So, wow. Corsair is taking over Fanatec. So the management board have issued the statement, they have pulled the trigger. And the reason we're here is because the ex-CEO, Thomas Jackemeyer, who founded the company over 25 years ago in Germany, the majority shareholder, at this moment in time, technically still the majority shareholder, basically was in the position where he'd taken Fanatec to the brink and they were unable to pay their bank loans. Fanatec had taken out a lot of loans for capital expenditure. They were investing in... you know, creating new products, a new office, all these things in Germany, and they just over-leveraged on debt equity and they couldn't pay back their loans. So the banks were giving them a little bit of rope and giving them some reorganization of the loans, saying you can pay us back a little bit later. Eventually, after I flew over and did the interview, a couple of weeks later, they said, right, Thomas, we want you out. So they got rid of Thomas Jackemeyer, CEO, and they brought in Andreas Ruff, as a CEO and also a CRO, Chief Restructuring Officer. And he's been working very closely with the CFO, Matthias Koch. Now, there's been a massive scandal going on in sim racing and in Germany. There's been people who have not been honest with sim racers trying to protect their investments or not lose their investments or present things one to the other. I'm going to tell you completely impartially because I do not have shares in Fanatec. I'm just an independent YouTuber and Fanatec customer. What's been going on? So Matthias Koch. Also um das hier bis hierhin mal zusammenzufassen, Fanatec hatte Schwierigkeiten, das geliehene Geld zu den Banken quasi zurückzuzahlen. Und da gab es jetzt, das haben wir ja in den anderen Videos auch immer schon mal angesehen, gab es immer hin und her, kreuz und quer, bis der CEO und Gründer enteignet ist das falsche Wort. Er wurde runtergenommen, war aber trotzdem noch in der Firma drin mit über 50% der Anteile. Und dann ist ja, wie wir im letzten Video hatten, dieser Kleinkrieg entstanden. Nicht Kleinkrieg, es ist schon groß. Also sie hatten Probleme miteinander, sagen wir mal so. Und ab hier setzen wir jetzt quasi ein. And Andreas Ruff have been trying to use
bankruptcy laws to save Fanatec from defaulting on its loans, because the cash flow hasn't been there, the EBITDA has been very negative, and they basically needed to dip into the German restructuring laws that allows them to do certain things without involving the creditors. So the creditors are going to get diluted. So the creditors, the shareholders are all saying, hang on, this is not right. This is not really legal. We're going to get wiped out. It turns out that even some of my fellow YouTubers have been shareholders, and lots of other retail investors as well have been doing a big campaign to try and say that Thomas Jackemeyer should be allowed to come back in and save the company. And Thomas Jackemeyer got 50 million euros of binding and non-binding commitments and presented it to the board in a last-ditch effort to say, look, you need to accept my financing to get Fanatec out of trouble. He also demanded that the new executive team were fired. Absolutely insane. Like I said, I've been covering this, and, you know, incredible twist. Today, we have the decision. The management board has... Es ist super interessant, dass Jackemeyer, also Thomas Jackemeyer, ehemaliger CEO, einfach nochmal wirklich versucht hat, das ja zu retten, denn also 50 Millionen mal auftreiben ist jetzt nicht so simpel. Also an allen Ehren, dass das da noch versucht wird, weil das ja für uns als Außenstehende, die da nicht wirklich viel drinne stecken als Kunden, sah das irgendwie die letzten Monate nicht so prickelnd aus. Und auch das Interview war, naja, durchwachsen, was da geführt wurde. Umso schöner doch zu sehen, dass doch noch, sag ich mal, Herzblut drin steckt, weil 50 Mille kriegst du ja nicht einfach mal so ja, von der Bank abgehoben oder einfach mal bei deinen Kumpels dir geliehen. Na gut, kommt drauf an, wer deine Kumpels sind. Gut. Have said, no Thomas Jackemeyer, we are not going to your financing. We are going to invoke the Starug bankruptcy, German bankruptcy laws, similar to Chapter 11 bankruptcy in the US or administration scheme and arrangement in the UK. They're going to utilize these emergency measures because they say that Fanatec is on the verge of imminent insolvency. Like, this is really bad. Arguably, it's even worse than what I've been saying in my videos, but, you know, we are at this point now. So tomorrow, I'm recording this immediately, tomorrow, Fanatec are going to go out to the capital markets and they are going to do all the stuff under the Starug German bankruptcy laws. So all of your existing shareholders are probably going to get essentially wiped or diluted. That includes Thomas Jackemeyer. That includes any retail shareholders in Germany. That includes any YouTubers who also have shares as well. So they are all going to be kicking and screaming and doing anything they can to say this is illegal. The management of Fanatec are using these undoubtedly controversial measures to package the company and sell it to Corsair. Now, they are going to be under such scrutiny to be doing that correctly because it is an incredibly controversial measure, and the shareholders are going to lose out, and Corsair are going to get this at an absolute bargain if they can turn the business around. Because if Corsair can turn the business around, remember Corsair, you know, I've got Corsair products sitting on my desk here, Stream Decks and all this kind of stuff. If Corsair, and in my PC, if Corsair can turn this around, they are going to be sitting on a company that could be worth €1 billion, you know, just putting it out there. So they are going to make a lot of money. The shareholders of Corsair are going to make a lot of money. Now, I want to let you know the exact wording that's come out here, because if you're watching this channel, you're a fan of this channel, you know I owe it to you to be honest, impartial, because you guys and girls made this channel. Please share this video. Please. Also ich muss dazu sagen, ich kenne mich mit der rechtlichen Geschichte im Hintergrund gar nicht aus, weil also deutsches Recht ist wirklich sehr, sehr komplex und das gibt nicht umsonst Studiengänge dazu und zigtausende Examen. Das ist einfach super verrückt, was hier gerade passiert mit dieser Firma. Ich würde persönlich aber, also ich war ja jahrelang, muss ich dazu sagen, und auch deklarieren, verpartnert mit Corsair, aktuell auch mit Elgato. Und ich habe wirklich immer ein sehr gutes Gefühl gehabt und hatte wirklich nie große Probleme. Ich habe auch aus meiner Community dort nicht wirkliche Probleme mitbekommen. Ich benutze heute noch sehr viele, auch, also hier ist... Schade, das Kabel ist nicht lang genug, aber ich habe immer noch ganz viele Corsair-Produkte. Und ich, also wenn dem so sein sollte, ne, also das ist ja
noch nicht unter Dach und Fach, so wie ich das bis dato hier jetzt verstanden habe, sondern nur die Ansicht dazu, oder nee, wie sagt man denn? Die Bereitschaft, es zu kaufen, steht da. Ich würde sagen, das ist für Fanatec wirklich, wäre eine gute Sache, wenn Corsair da mit einsteigt. Please share this one. Please let me know what you think in the comments, because everyone needs to know in sim racing and explain what this means for us as customers. The management board entered into a term sheet to negotiate exclusively with US-based leaders in high-performance gear and systems for gamers, content creators, and PC enthusiast Corsair on the restructuring of the company, concluding an open-ended and intensive examination of various offers from investors and after consultations with lending banks. So basically, the banks, the people providing the debt finance, had control here, not the people on the equity finance side. This represents a significant milestone in the sustainable reduction of the company's debt and creates a positive outlook for the company. As part of the process, the management has reviewed offers from various investors, including the efforts of the current main shareholder. That is Thomas Jackemeyer, who I flew to Germany to interview when he was CEO. He's still the founder. He came up with 48 million euros of financing yesterday, which I ran you through, and that has been denied, to create their own viable concept. However, such a concept has not yet been successfully created. You can bet that Thomas Jackemeyer is going to be pulling together absolutely everything he has got here. Fanatec is to be restructured. Ja gut, also die Firma gehört dir, du hast 25 Jahre gearbeitet und man muss ja, also egal, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt, ne, weil Menschen das meistens nicht verstehen, weil man das nicht in jedem Video erwähnt. In den 25 Jahren wurde natürlich auch viel geschafft. Sie haben nur bis heute ein bisschen den Anschluss verpasst in die moderne Zeit des Sim-Racings, was aber, wie man hier sehen kann, ja schon seit ein paar Monaten köchelt und auch schon bestimmt ein bisschen länger quackert in der Firma. Und ich gehe schon ganz stark davon aus, dass der nicht einfach sagt, ja okay, gut, dann bin ich halt raus, gib mir eine Ablöse und ich mache, was ich will, weil das wurde ja auch mit Enthusiasmus errichtet, gemacht, entwickelt, Produkte rausgebracht. Also da sagst du ja nicht einfach, hör gut, nimm das Ding, ich hau jetzt ab. In accordance with the German Act on the Stabilization and Restructuring Framework for Companies, Starag, what I told you about, due to imminent insolvency, that's a requirement. You can only restructure if you're actually under imminent insolvency. As we saw in Thomas Jackemeyer's letter that he sent me, I got a personal copy in English. He's actually questioning whether Fanatec is in an imminent insolvency. He doesn't believe that the trigger has been met to do that. So it's going to be very controversial. After completion of the due diligence, a signing of a binding agreement is expected for the end of May, which will promptly be filed with the restructuring court in Munich. So basically within the month, this is all expected to be concluded. There is a data room open. There are people examining the documents. Das Problem ist schneller gelöst als das Lizenzierungsproblem mit Sony scheinbar. Wenn es um viel Geld geht, ne? I've been getting emails from people all over the spectrum with an interest in this. There's been a lot of people interested in acquiring Fanatec. As part of the restructuring, Corsair will take over Fanatec in full and provide sufficient financial resources to stabilize the company without any external debt. Endor currently holds approximately 70 million of external bank debt. So basically, Corsair are going to pay back the loans. Corsair are going to be putting in at least 70 million euros to pay back the bank loans. Das musst du mal ganz kurz sacken lassen. Da hat sich jemand 70 Millionen quasi, hat noch 70 Millionen Schulden. Und die Firma kommt rein, kauft sie und zahlt noch die 70 Millionen ab. 70 Millionen ist unfassbar viel Geld, wenn man sich das mal überlegt. Und die wollen ja auch natürlich beim Verkaufen, nehme ich mal an, auch ein bisschen was mitnehmen, sozusagen, würde ich mal sagen. Das ist eine Stange Geld für Sim Racing. So there won't be any external debt. You might want to let me know what you think in the comments there. Either they're not going to be using external debt to finance it, or they're going to wipe the external debt that Fanatec has. Part of the restructuring plan includes a partial waiver by the banks and a complete capital reduction, which would lead to current shareholders leaving the company without compensation and to end Fanatec delisting from the open market. Ooh. That is the most controversial statement that I have read covering Fanatec. I've been covering Fanatec now for financially for 8 months, I believe. The trials and tribulations, the current shareholders are going to be wiped out. This is why you have been seeing weird stuff, sort of massive downvotes on the Fanatec Reddit, weird comments under my videos, weird comments on Facebook,
weird YouTube videos presented as sort of like customer facing, but really it's about protecting own vested interests of people that are shareholders. This is why you've seen it, because they are going to lose everything. And that is the risk. None of these videos of financial advice, that's the risk you take by having shares. You know, you get the upside if the business does well, but you can lose everything if the business, you know, goes, collapses or becomes insolvent or is subject to some insolvency regulations like this. Throughout the partial waiver, the lenders are making a significant contribution to the continued viability of the company. So it sounds like actually the lenders are going to be taking a haircut on their loans. Fanatec will inform the capital markets and the public about the further progress of the process in accordance with legal requirements. What does it mean, Fanatec customers? I promised I'd tell you. I'm a Fanatec customer. I don't make money from Fanatec. I'm not a YouTuber that has Fanatec affiliate links in my description. I am independent here in terms of not having that relationship with Fanatec. Corsair buying this means that we're probably going to have more of, I would say, a Logitech Thrustmaster competitor in the new Fanatec. We're probably going to get the software updates. We're probably going to have that infrastructure that the products are going to continue to be supported. But I'm not convinced that we're going to have the super high-end stuff that Fanatec was doing. Fanatec, I've been using the €1,500 BMW M4 GT three-wheel that goes in the real GT3 car that Valentino Rossi's been driving. They're also coming out with their Bentley wheel that has a rotatable screen, or the screen that doesn't rotate in it. I think that super high-end stuff is unlikely to continue. I think Corsair, I'm thinking it's way more B2C. I'm thinking we're going to see Fanatec, I just want to clarify that. I think we're going to see Fanatec go through, it's more likely to go through retail channels. Because at the moment, Fanatec don't go through retail channels. You have to buy directly through Fanatec, and that's where the majority of the issues have been. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, weil ja der, also zu sagen, dass wir jetzt in Richtung Thrustmaster und Logitech gehen, ist ja im Grunde genommen nicht verkehrt, weil auch Thrustmaster zu seiner Zeit, als es noch nicht so viel gab, eine Daseinsberechtigung hatte und auch immer noch hat, wenn du es irgendwo günstig schießen kannst, weil es ja super Einstieg. Und die Grundlage, die Fanatec ja jetzt geliefert hat mit ihren mittlerweile, weiß ich nicht, wie viel Wheelbases, 10 oder die sie haben, die Wheel-Auswahl ist ja nur auch nicht gerade klein, wobei die auch mal in 2024 ankommen könnten, bin ich der Meinung. Und Pedale könnten mal überarbeitet werden, also auch im High-End-Bereich. Die Grundlage ist ja da. Das werden die ja jetzt nicht einfach wegmachen, weil dann verlieren sie ja die Kunden, die Fanatec mögen und kaufen. Und du hast ja diesen ganzen, könnte man sagen, schon fast das Monopol im besseren Markt für Hardware. Also ich will jetzt nicht unbedingt High-End sagen, wobei der Fanatec ja High-End ist auf der Konsole, weil andere Optionen gibt es nicht wirklich. Wäre es ja nur dumm von Corsair, das wegzumachen. Aber das sind ja auch alles nur Spekulationen an der Stelle. Man kann ja jetzt nicht wir wissen es alle nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Und ich denke, das werden wir auch tun dann in den kommenden Monaten. Denn das dauert ja jetzt hier scheinbar so ungefähr einen Monat. I really recommend you share this video. Please, please, please share it. Like, comment underneath it. Let people know. It's really important. But also have a look at my interview with Thomas Jacquemire. There'll be a card here for my interview with Thomas Jacquemire, who is the big protagonist here. I'm the only person to have ever interviewed him on this. And also I'm going to show you my analysis of the Thomas Jacquemire offer here, the 48 million offer. If you want to be super clued up, watch those two videos. And just remember to stay subscribed to this channel to get the full picture. This is crazy. I will see you very soon on this channel. Es wird viel gesagt, aber es ist noch nichts entschieden. Also sie sind ja in der Verhandlung, so wie ich das jetzt verstanden habe. Es wurde aber noch nicht hundertprozentig irgendwie gesagt, jo, das ist jetzt so und wir haben jetzt verkauft. Das heißt, wir werden jetzt erstmal dann die nächsten Tage gucken, was da passiert, oder die nächsten Monate, weil die... Im letzten Video haben wir ja schon festgestellt, dass die sind sich noch nicht so wirklich einig, was da jetzt eigentlich passiert. Also intern bei Fanatec sind die Leute sich nicht einig, was da jetzt Phase ist, habe ich das Gefühl. Und auch dieses Video mit den Informationen, die wir haben, zeigt auch wieder, also ich meine, Jacquemire bringt Geld rein, will die Firma retten, es wird abgelehnt, aber dann soll es irgendwie verkauft werden und irgendwie kloppen sich zwei Parteien in der Firma selber. Also ich glaube,
so wirklich rumraten, was jetzt ist und was sein könnte. Und wir freuen uns, dass wir das Corsair, die Infrastruktur, die sie ja weltweit hat, mit reinbringt. Aber am Ende wissen wir das leider noch gar nicht. Also ich hatte heute Morgen, als ich es gesehen habe, habe ich gesehen oder ich dachte so gleich, ja, okay, es wird verkauft oder es wird gekauft. Und jetzt gucke ich mir das hier an und fahre gerade nicht den Enthusiasmus, aber die Emotion, die so hochgekocht ist, wieder runter, weil es ist noch nichts entschieden und wir sollten erstmal, glaube ich, ruhige Füße bewahren. Finanziell gesehen, also wer da jetzt gerade investiert hat, für den muss das ja, also wer Shares hat, der muss ja wirklich, das ist ja eine Achterbahn. Das geht ja wirklich so jeden Tag die News hoch, runter. Es bleibt spannend und ich bin sehr gespannt, was passieren wird überhaupt mit Fanatec und wie die Reise weitergeht. Ich wünsche Fanatec wirklich nur das Beste, dass das da mal vorwärts geht, denn ich möchte auch nicht ständig den Leuten sagen, dass sie dort bitte aufpassen sollen beim Einkauf, weil es dort Schwierigkeiten gibt die letzten Monate und so weiter. Es wäre schön, wenn wir das langsam begraben können und sie sich erholen können, denn das Gute ist, Konkurrenz belebt das Geschäft und je mehr Spieler auf dem Spielfeld sind, desto besser ist das für uns als Kunden. Und damit würde ich das Video abschließen und freue mich, dass du dir das angeguckt hast. Das Originalvideo findest du unten in der Videobeschreibung. Und dann lasst uns mal in den Kommentaren etwas darüber diskutieren. Und ich sage ciao, Kakao, bis den Dansen.